Und heute kommt auch schon das letzte Video aus dem Herbstbereich. Ich kann es noch gar nicht glauben. Heute habe ich euch was ganz Besonderes. Und zwar quilten wir heute diese drei kombinierten Hexagons, die wir ganz am Anfang drauf appliziert haben. Und zwar machen wir heute eine kombinierte dreiteilige Blume. Das heißt, wir kombinieren drei Hexagons in einem Quiltmuster, damit es eine große Blume ergibt. Es ist zwar wieder floral, ich weiß, aber schaut einfach mal, was ihr draus machen könnt. So, jetzt kommt noch das letzte Video und da zeige ich euch, wie man so drei Hexagons kombinieren kann. Und zwar fangen wir in der Mitte an und wir werden hier eine Blume drauf machen mit mehreren Blütenblättern. Aber das habt ihr ja schon gesehen. So, ich habe jetzt erstmal auf jedes Hexagon ein kleines Blütenblatt genäht und jetzt werde ich grob in parallelen Linien außen rum gehen und damit ich symmetrisch bleibe, habe ich einfach bei allen drei schon gleichzeitig angefangen. Also nicht zuerst ein Blütenblatt gemacht, sondern eben gleich in allen drei angefangen. Habe ich auf allen drei Blütenblättern ähnlich viele, also gleich viele Bögen sogar gemacht und man kann diese drei nebeneinander liegende auch als gemeinsame Blume betrachten. Man könnte jetzt auch drei andere Hexagons so quilten und dann als große Blume betrachten. So, genauso wie ihr diese drei jetzt kombiniert habt, könnt ihr andere Hexagons außenrum auch noch mit dazu nehmen und dann die Blume größer gestalten. Schaut, wie ihr es arrangieren könnt, wie ihr Lust dazu habt. Ihr könnt auch einfach nicht unbedingt die drei applizierten Hexagons nehmen. Ihr könnt auch einfach drei nebeneinander liegende nehmen. Schaut einfach mal, wie es euch passt, wie es bei euch auf das Quilttop passt, wenn ihr nicht dieses Jahreszeiten-Quilttop habt, macht gar nichts, kombiniert es mit euren Quilttops. Ich bin nicht sauer, Hauptsache ihr probiert es aus. Weil ausprobieren macht das den meisten Spaß und dabei kommt man auf neue Ideen, wie kann man welche Variationen mit welchem Muster kombinieren. Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked bzw. meinen Kanal abonniert, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn das nächste Video rauskommt, also jetzt gerade, wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten bin ich außer dienstags um 11.30 Uhr mit den regelmäßigen Videos, bin ich auch mittwochs vormittags um 10 Uhr live da, um mich euren Fragen zu stellen. Im Livestream schaltet gern mal ein, wenn ihr Zeit haben solltet. Ansonsten könnt ihr euch auch immer im Nachhinein diese Aufzeichnung ansehen des Livestreams und da dann im Nachhinein noch Fragen drunter stellen. Ich versuche sie dann so bald wie möglich zu beantworten. Also, ich wünsche euch was. Nächste Woche geht es schon weiter mit dem Winterbereich. Das gibt's ja gar nicht. Also, bis bald. Tschüss.